Was? Was? Saufst du? Alberto ist ein hasser Typ. Nein, Harvey ist auch nicht so. Sommer oder Winter? Das Ganze. Sommer. Skifahren. Nein, nix. Winter Skifahren. Das Beste. Zuerst das Müsli oder zuerst die Milch? Ich glaube, da gibt es noch eine richtige Antwort. Ich tue Milch zuerst rein. Ja. Keine Erfahrung. Keine Erfahrung. Disco oder Kino? Ach, schwierig. Ich hoffe, du schreibst das Richtige. Disco. Nein, wir waren ein bisschen öfter Kino, aber ist auch okay. Aber nur wegen Corona. Fuck mein Dame. Feiern mit den Jungs oder Filmeabend mit der Freundin? Das ist ganz leicht für mich. Der Mama muss schon Prioritäten setzen. Ja, mit den Jungs, ich meine, ich bin Single, also da gibt es noch eine Option. One-Night-Stand oder Beziehung? Ja, du schreib jetzt das nicht. One-Night-Stand. Beziehung. Zur Zeit. Riskant abschließen oder sicher zum Kollegen ablegen? Ablegen, das wurscht, wer es da steht. Riskant. Fortnite oder Warzone? Ah, Warzone. Warzone, ja. Da haben wir andere Fortnite-Spieler in der Mannschaft. Das stimmt. Okay. Habt schon viel Siege. Ja, beim Neigen nicht so, mal so, beim Alten schon. Bei der Neigen wird eher nicht so. Weiße oder dunkle Schokolade? Jetzt auch. Ja, dunkle. Schnitzel oder Kebab? Schnitzel. Frühaufsteher oder Langschläfer? Ja, Frühaufsteher. Es gibt andere, die langschlafen wollen. Ja, Ike zum Beispiel. Messi oder Ronaldo? Okay. Messi. Ronaldo, ja. Im Training lieber Gurkel gegen Alberto oder Traundor gegen Staudi? Oh, ohne Karte. Ein Gurkel gegen Alberto. Ja, yes. Bin ich auch dabei. Hattrick im Derby oder das entscheidende Torschießen? Hattrick ist schon was Feins sein, Derby vor allem. Ja, das ist absolut, aber ist beides schön, beides sehr schön. Ich glaube, wenn man Hattrick schießt, dann werden wir hoffentlich ein Gewinner werden. Mit Doppel oder mit Bullseye beenden? Klar, ja. Was? Was? Saufst du? Doppel, ganz einfach. Bullseye, das triffst du nicht einmal. Ja, sicher. Na, okay. Na, ich nicht, aber du vielleicht. Nutella mit oder ohne Butter? Schwach. Mit, oder? Ja, also ich bin wirklich enttäuscht von dir. Wer kassiert im Training die meisten Gurken? Das ist ganz klar. Ja. Ja. Der Ike, also. Schon mit Abstand, also. Ja, das stimmt. Wer ist der beste Dartspieler in der Mannschaft? Das sieht man sich. Scheiße, Fischefall. Fische. Bravo, bravo. Wer schläft am längsten? Wieder. Eindeutig. Ja, ich kenne mal auch da.
Er schläft wirklich noch. Wer ist der Womanizer im Team? Nagi. Wenn du jetzt was anderes schreibst, dann weißt du, den kenne ich mich nicht mehr aus. Ja, dann muss ich. Dann fahre ich mit dir. Ja, jetzt der richtige Part. Wer ist der attraktivste Spieler? Wer ist der jetzt? Das soll der Brandi sein. Ja, so Fischi ist schon ein Frauenmagnet. Ja, das ist so ein Schatz. Wer ist der unattraktivste Spieler? Das ist gemein. Das darf man nicht sagen. Es sind alle Fische. Alle Fische. Welcher Spieler ist der intelligenteste? Cool. Was? Luca. Ich bin alle. Luca ist schon, vor allem weil er jetzt in Amerika war, glaube ich, alles auf Englisch ist schon nicht so. Ne? Der Arvin ist schon ein gescheiter Bub. Wer ist der größte Chancentod? Cool. Ah, ich muss noch kurz überlegen. Boah. Aber ich fahr mit dir. Ich fahr mit dir. Auch wenn jetzt drauf war am Wochenende, aber. Ja, ist ein Mörderkicker, aber braucht immer ein bisschen vor der Hinten, bis er trifft. Wer ist der beste Elferschütze? Nein, so viele haben wir jetzt nicht, aber der immer schießt. So ist er, so unser Kapitän. Den vertrauen wir. Wer schafft den Sprung in die erste Liga? Kann ich ein paar aufschreiben. Also, ich glaube, dass noch viele Potenzial dafür haben. Wer schafft es als Nächster? Ich will mich da jetzt nicht auf einen festlegen, aber. Also. Ja. Ja, Alim. Nehmen wir Alim. Super Saison, ja. Gute Saison spielt. Wer trainiert am härtesten? Nein, nichts, da überlege ich nicht lang. Brandi ist auch dabei. Also Brandi und Fischi sind immer durch. Das wird dann schon richtig. Nein. Wer ist der Schnellste? Puh, da können wir jetzt diskutieren, gell? Da gibt es nichts, muss ich sein. Muss der Oli sein. Aber schnell müde ist auch. Ja, der haben wir. Der Flankengott der Mannschaft. Ich glaube, dass wir nicht viel Flanken im Spiel, weil sonst ist der Trainer gar Hass auf uns nicht spielen. Eher Fußball ist wie Flanken. Richtig. Flach spielen, hoch gewinnen. So ist es. Wer ist der DJ in der Kabine? Der Alberto immer, auch wenn Matchtag ist. Stimmt, ja. Stimmt uns immer mit seiner Musik ein. Wer brennt am meisten für die Vorwärts? Ja, Halbi, glaube ich, Urgestein und. Referenzlinge. Tut alles, ja. Wer zockt am meisten? Ja. Auch wenn wir nicht schon ein paar Mal gehabt haben, aber. Er liebt es einfach. Er liebt es. Deshalb schlaft er auch immer an. Wer ist der beste Kartenspieler im Team? Heute haben wir jetzt gespielt. Okay, dann akzeptiere ich das. Du weißt, wer gewonnen hat? Fische tut gut Kartenspielen. Das müssen wir neidlos anerkennen. Wer soll deinen Polterer organisieren? Ja, ich schreibe Alberto, weil der hat immer gute Ideen, also da kann man sich auf einen lustigen Abend freuen. Ich bin Pauli genommen, weil ich am längsten kenne und ich glaube, der weiß, wo es momentan beim Furt gehen und so. Wer wird mit 40 den größten Bierbauch haben? Nein, muss mir überlegen. Dabei. Ja, ich glaube schon.
Halbe. Der Halbe, ja. Du musst 14 Tage auf einer einsamen Insel überleben. Wen nimmst du mit? Da fahre ich mit dem Kollegen. Dann nehme ich die auch mit. Fahre ich gleich mit dem Oli. Da hat man sicher schöne Zeit. Die nehmen Fische mit rein. Dann wird uns sicher nicht langweilig.